Weil das hier ist optimal vom Gebirge her. Das ist eher suboptimal. Feldverteidigung 10% Chance. Sehr schön. War gescheiterte Heldenaktion. Ready. Sehr gut. Hat Olbi wieder eine Chance, also Fähigkeit. Kann ich platzieren. So, er hat schon mal die ersten davon. Ja, das ist schon gefährlich. Ja, auch hier. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll. Weil ich würde gerne die alle gegen die austauschen. Gegen die Jungs. Die Jungs gegen diese Jungs austauschen hier. Die Bogenschütze gegen was anderes. Aber ich habe halt nichts zur Auswahl hier. Back to your tomb, Uskula. Gibt uns wieder Kleinkram, das muss ich erst weiterentwickeln. Bis dahin muss ich hier oben alles organisieren. Haben wir auf Lager. 1, 2. Dann wird die nächste. Hoffen wir, dass der jetzt hier nicht super aggressiv wird. Warte mal, der hält hier unten den immer. Senkt jetzt weg. Hoffen wir, dass es soweit passt. Jetzt der nächste Typ. Wo soll die? Cedric? Aye, it'll be done. An artillery train to speed us up. Was ist das hier? Mitte der Kontrolle. Der Typ hier sorgt bestimmt dafür, dass hier Chaos reinkommt. For the wisdom of Valea. So, unlogisch. Do not seek to command, Skarbrand. Ist das hier? Blutvergießen inaktiv. Je mehr Siege sie erringen, desto stärker wird diese Armee des Korn. Bleibt sie allerdings inaktiv, so geht auch ihre Stärke. Er hat aber Wasser. Hier alles abgeholzt. Alles zerstört. Schwebendes Dorf. Oh, hier oben ist nochmal Fundstück von mir. Ernsthaft? Das hast du dir abnehmen lassen? Das da oben? Kein Wunder, dass sie da hinten tierisch vom Bäcker gehen. So, wie viel hat er da drin? 9. Da oben zur Hälfte. Das heißt, kommt er auf, keine Ahnung, 15 bis 20. Sagen wir 20 Mann hat er da drin. Mit seiner Garnison. Ich hätte gern, dass die Armee da rauswandt. Ich glaube kaum, dass der mich außerhalb angreift, oder? Probieren wir mal. Wir machen mal draußen mal kurz das Lager hier. Ich glaube nur, dass der zu mir kommt. Und dann klatscht man. Schatzkammer plus ungeteilte Korruption kannst du vergessen, Kreatur. Immer abweisen. Es kommt kein Chaos bei mir rein. Kannst du vergessen. So, unterirdische Handelskarawanen. Einkommen 5% mehr. Mehr Geld ist immer gut. So, machen wir hier Schießpulver erstmal. Machen jetzt hier ein Lager. Sollte uns das Chaos hier zumindest auch nicht auf den Weg gehen. Hoffen wir, dass er mich jetzt angreift. Wieso der nächste Runde? Ein Charakter. Weil hier irgendein Charakter drin ist, der so einen Scheiß macht. Aber 15 Runden wird es hier oben. Dauert. Okay, wurden nicht an die Krippen? Eine Runde noch. Dann hätten wir schon mal hier die kleinen Zwerge fast modernisiert. Dann fliegen die raus. Die anderen Jungs hier. Ich muss mir nur was mit denen hier überlegen. Dass die rauskommen. Aber ich habe halt nichts. Ich habe nichts. Verdammt. Weil ich diese bescheuerte Dings bis jetzt noch nicht gebaut habe. Hier diese Sache hier. Weil ich könnte hier schon lange hier Eisendrachenwerfer oder hier Kanonen, Musketenschützen. Hier Kanonen haben. Schon lange. Aber geht halt nicht. Hier kommt nur auf Stufe 3. Das kommt hier nicht rein. Das muss hier ins Haupthaus. Hier kommen. Wir wissen, was wir hier bauen. Ja. Nehmen hier
mehr Wachstum. 39 Punkten ist eine Frechheit. Das ist eine richtige Frechheit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er reinkommt. Weil er kann sich ja nicht irgendwie verstecken. Da drin, oder? Glückliche Fügung. Helden selbstverteidigung plus 5% bei Irby, um Angreifer zu verwunden. Plus 5%, das ist gut. Das heißt, er kommt jetzt auf 75%. Wieder ein Fehlschlag. Cedric, mach den doch einfach nur weg! So, er kommt nicht. Was ist ein Lebenspunkt? 1000. Thirst 12 plus 9 macht 19, aber halt zwei Helden. Fähigkeit verstärken plus 24 Nahkampfangriff, Dauer 31 Sekunden. Unerschütterlich, Einheiten können nicht sterben, während diese Fähigkeit aktiv ist. Unendlich. Dauer 20 Sekunden. Abgezeit alle 90 Sekunden kann er das werfen. Das ist ja fies. Alles voller Blut hier. Aber kommt nicht raus. So, der Olbi. Killen. Ja, schafft's. Easy. So. Raus. Jetzt muss ich überlegen. Sind das Wetter? Jetzt muss ich wahrlich überlegen. Weil hiervon haben wir ja zwei. Einmal normal und einmal als Söldner. Was ja dann der Ersatz von denen ist. Mehr oder weniger. Man könnte ja mehr von denen hier brauchen. Aber die kann schmeißen hier, oder? Warte, wer war das? Alte Krumm. So, irgendeiner von denen konnte das schmeißen hier. So ein Spezial. Speziell, die hätte ich gerne hier. Warum Krim Eisenbrecher? Ja, die in der ersten Reihe, dann schmeißen die ganze Zeit, ist sau cool. Ich habe noch zwei von denen hier. Dann haben wir hier eine richtig schöne Kampfkraft. Wenn wir den dann rein theoretisch austauschen. Genau. Die zwei fliegen dann raus, die zwei hier. Dann holen wir dann noch zwei weitere von denen. Pumpen wir von denen massiv. Die zwei fliegen als nächstes raus hier. Genau, und da wird auch noch mehr von denen. Schön in aller Ruhe hier aufpumpen. Immer kurz vor der Pleite sein. Perfekt. Überlege hier, ob ich angreife oder nicht. Ich habe noch nie gegen das Volk gekämpft. Kennt das ja auch nicht. Aber die haben einen riesen Tower. Steht da mitten in der Mitte. Aber er verlässt ja auch nicht seine Hütte. Er kommt nicht raus. Er geht aber auch nicht rein. Also, er erweitert seine Truppen nicht. Er macht ja auch nichts hier. Geht einfach nur da. Er ist noch nicht Level 20. Ich weiß nicht. Wie bist denn du alles im Krieg? Eigentlich mit jedem. Du bist nahezu mit jedem im Krieg. Was ist denn hier nach? Wenn ich mir das jetzt hier hole. Bestimmt hier hinter die Wand, oder? Freunde, ich krieg kein Chaos. Auf seine Hände. Ich bin ja unterirdisch. Wir holen uns erstmal hier, das Ding. Weil ich kann es nicht halten, einfach niederreißen oder so, damit es weg ist. Das reicht erstmal. Hauptsache, der kommt hier raus zu seiner Hütte. Hinten? Hier werden wir ganz still und leise alles modernisieren. Das dürfte drüber. Die fliegen dann raus, die zwei hier. Holen wir uns noch mehr von denen.
Aber dann achte. Können wir den rausschmeißen? Da mal gucken. Da müsste es auch schon passen. Theoretisch. Feuer eingekauft. Oder wir greifen dann an. Weil Gelegenheit ist günstig, wie es aussieht. Tunnelbauer. Swampergrad hat einen Tunnelbauer. Chance einer Armee im Tunnelwegnetz auf den Bestienfahrten oder Weltwurzeln abzufangen. 10%. Führerschaft plus 5 während unterirdischer Schlacht. Okay, wenn die hier sind. Nehmen wir das Ding. Haben sich nur verbündet. Ach, das gibt's ja nicht. So relativ modern. Nur relativ. Wir haben gerade keine Armee hier. Mit dem. Kommen Sie zumindest nicht an mir vorbei. Off we go! Lagert er? Oh, ist eher ungesandt. Oh, ist hier vielleicht noch mehr. Oh. Kann man sich auch gut erholen. Ich würde hier unten zumindest alles entlasten. Ich darf bauen. Sehr schön. Was brauchen wir? Eigentlich wäre das jetzt nicht verkehrt hier. Minus 10. Warum minus 10? Minus 3 Kroll. Klima. Schwierigkeitsstufe. Gesamtes Einkommen. Das gibt's doch nicht. Dann bauen wir's. Ich will noch mal erhöhen, in der Hoffnung, dass es hier hochgeht. Nur weil es falsche Klima ist. Der hat die Hütte verlassen, oder? Wo ist denn der? Ja. For the wisdom of Valea. Moving. Hier kommst du nicht rein. Schön ablenken, damit der da oben durchkommt. Zieht er sich wieder zurück? Ratte. Ich will tot. Okay. Plan steht, wir holen jetzt hier oben alles und dann gleichzeitig werfen wir ein riesen Auge auf Todesklamm, damit das Chaos da verschwindet. Das sollte uns ein paar Freunde eigentlich organisieren. Ausgenommen, er zieht jetzt hier alles da oben rein. Ich dachte, dann wäre das ungünstig. Plan Moos gibt es nicht mehr. Nein, hat er mich angegriffen? Always up best. Egal, wir gehen ran. Kazook! Blitzschlag geht nicht. Das heißt, wir müssen jetzt gegen alles antreten, was da ist. Scheiße! Ran da! Angriff! Den nächsten König ausschalten. Habe ich bestimmt auch schon 3 oder 4 Mal bezwungen. Ist total nervig. Die waren vorhin am Ende. Oh, eine Mauer. Oh, das ist gut. Wie gesagt, die waren vorhin am Ende. Und dann sind die irgendwie wieder groß geworden. Und das nervt. Das nervt gewaltig. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich höchstwahrscheinlich hier die gesamte Armee gerade opfere. Für nichts und wieder nichts. Wenn das jetzt da oben klar geht, da kommen 2 andere Armeen, habe ich ein Problem. Positiv, ich habe ein paar neue Kampfjungs dabei, die ein bisschen besser sind. Die 2 würde ich gerne austauschen wollen. Hier hinten auch mal bessere Truppen ranholen. Muss ich aber erstmal das Gebäude bauen. Das habe ich nicht. So sieht also eine Camry-Festung aus. Sieht aus wie Ork. Das ist eine Ork-3-Stufe. Stadt, also Siedlung. Alles voll gekleistert hier. Diese Dinger. Massenhaft Türme. Okay, kurz gucken. Wenn ich hier lang gehe. Da haben sie. Und da hinten ist der West. Hier geht es wahrscheinlich besser. Wenn ich hier lang komme. Mach mal auf.
Ist das Tor? Das ist Tor, okay. Ironbreakers! Dwarf Warriors! For the ancestors! Long be it! Thorek Ironbrow! Ah, dahin! Grungne's Well! Dahin! Grudgethrower! Darauf! Einmal darauf! Einmal darauf! Ach, darauf! War of Vengeance! Hä? Das wollte ich auch nicht machen. Quarrelers! It is a reckoning! Range fast! Range fast! Quatsch, dein? Quick about it! Irgendwie dein. Ab in den Nahkampf! Wir holen uns die Jungs hier. Die Stadt wird gestürmt. War früher auch mal eine Zwergenstadt hier. Sehe ich doch hier. Ja, Zwergenfigur. Alles voll Geister zu ihr zu machen. Ja, da sind sie da. Orks waren auch früher Zwergenstatuen. Die haben sie nur versaut. So, wie bei diesem Film hier mit Helms Klamm oder so. Richtig ran. War noch was offen? Da ist das Tor offen, gehe ich da einfach rein, kurz weg. Erstmal oben die Türme deaktivieren. Wo ist offen? Das Haus ist offen. Türme wird auch, wenn ich das schon wieder sehe. Geld. Cool. Schöne Explosion drauf da. Boom. So, dasselbe doch mal. In diese Richtung. Oh, so viele. Ja. Gerade hier die Hellwarten, Jungs. Bam. Sehr schön. Da wird irgend so ein super Effekt drauf. Kommt die rauf oder nicht? Ja. Einfach runter. For the Karas Anchor. I. Thorek Ironbrow. Der Kampf kann Angst erzeugen. It is a reckoning. Now the Thorek Ironbrow. Muss den hier knacken. Aber irgendwas kommt runter. Oben fallen die Kämpfer auseinander. Sehr schön. So, jetzt kommt die rauf. Na? We stay put.
move now! Vengeance! Yes! Iron Breakers! Range far! Range fast! Getting close! For the Ancestor Blood! Warte, muss man rein theoretische Rune runterfallen können? Casting the runes! Slay the Oathbreakers! Schön, hier rein hier. Masse ist klasse, immer drauf da. Und weg. Das ist aber... Verstärken hier die Jungs. Kämpft da frei. Ich glaube, die ersten fliegen hier am Tor. Die müssen raus da. Kommen wir hinstellen und dann ballern. Hier zerfallen sie schon, das ist cool. Hier leider noch nicht. Kann ich auch nicht verwenden, schade. Da war der ist down. Bogenschützen da hinten. Schwache Binde, Kompetent aus Gefecht. Können bald zerfallen hier. Macht so platt. Kalox! Move! Da ein bisschen ordnen hier. Aber ihr könnt hier ruhig kämpfen. Kill them! War noch ein Problem mit. Rein da. By Grungni! Wir kommen da dran hier lang. Hat's Einheit stark erwischt. Long be it! Yes! Move to attack! More tallies for the Damask Crown! Hier soll ich unbedingt noch einen Druck einstecken. Unbedingt. Aye! Kazukan Kazikita! War of Vengeance! Wir fallen zwar noch nicht auseinander, aber... Den geht's auch nicht mehr so gut. For the High King, attack! What? Wir sind hier hin, ja. Grungnisama! Und jetzt haben sie noch ein bisschen. Wir haben auch noch massenhaft Munition da hinten. Ready to strike! Scorp! Lock the null gate! Off we go! Long be it! Da! Was ran da, Jungs? Lang werde. Hier frei kämpfen, nach Möglichkeit. Ich bin auch schon kurz vor der Flucht. Die zerfallen schon? Ich komm da nicht ran. Das ist halt... Irre. Runesmith! Fight! Iron Brick! Slay everything without a beard! Anas! Choftu! Move! Long beards! Go! Aber das sind immer noch nicht platt. Gibt's hier nicht. Move to attack! Geh hier zur Feinser. Sehr gut.
Jetzt zerfallen alle. Zerfallen auch schon. Geh weg. Gewonnen. Oder? Wem zerfallen sie jetzt? Genau. Beharrliche Belagerung, gewonnen. 304 Verluste. Ich spiele doch sehr schwer. Also nur so nebenbei. Ich liebe die Zwerge. Oh, trotzdem stark angeschlagen. Gerade hier diese einzelnen Einheiten. Ich kann mich jetzt da drin ein bisschen erholen. Nehmen wir den König Kabash mal wieder weg. Erneut. Wir haben eine neue Siedlung. Wird langsam langweilig. Was, Albi? Wird langweilig? Was? Da ist Action pur. Das sind erstmal nur Untote. Du weißt, dass hier der Oma ist. Saboteur. Ein paar stabile Schaufeln und einen guten Plan schafft man an jeder feindlichen Abwehr vorbei. Hier schafft plus 3 weitere Belagerung. Leben wir das. Bisher habe ich nicht verloren, sobald ich mich erinnern kann. Artefakt gesichert. Linke Hälfte der Zange. Sehr schön. Können sie alle hier holen. Das ist richtig gut. So. Das ist ja. Plus 20 Munition für Speerschleuder, Kreuzschleuder und genau, gekauft. Stärkung ist gerade ja auch nicht schlecht. Brauche aber hier oben das Zeug jetzt mal. Produktion. Dämpfung. Kommt gehen wir da ran. Ach, der Olbi hat auch ein bisschen geschlachtet. Mit Angst, ich werde schon verlieren. Früher als mir lieb ist. Spätestens dann. Thumni's tongues shall be whole again soon. Wenn wir gegen hier Elfen antreten hier. Weil die Untoten hier, das ist zwar Masse, aber einfach. Die kann ich noch nicht einschätzen, das weiß ich noch nicht. Menschen sind nur bedingt gefährlich. Bald ist absolut tödlich für mich, wo sind sie? Hier. Weil wenn die ihren Bogenschützen da mal loslegen, da kommt keiner von mir an. Haben wir nicht Angriffspakt? Ich hoffe, wir haben einen nicht Angriffspakt, Kumpel. Der ist stärker als ich, das gibt's ja nicht. Offiziell. 12 Siedlungen. Ansiedlung. Haben wir nicht Angst? Wobei wir haben nicht Angst. Noch haben wir eigentlich Dankrespakt. Noch. So, und lass mich mal kurz erweitern. Krater. Auch erweitert, sauber. Dann macht es hier zum Rad Plus. Das ist schon mal gut. Gibt es nicht so viel Stresser? Tried and tested. Wenn jetzt Ranger kaufen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Trotzdem, ich will die ja jetzt komplett ausrüsten. Ich habe so die Schnauze voll von denen. So dermaßen. So, kurz gucken. Wir haben was zusammen zum Schmieden. Hinkenstein, Heldenanhänger. Linke Hälfte. Dann sage ich, brauche unbedingt die rechte Hälfte. Oder halt hier gesagt, das ist die rechte Hälfte. It has been lost to our people for far too long. Vielleicht noch näher. Dann könnte ich mal Kroll loswerden hier für Controller. Bisschen mehr. So, war hier unten war. Hab ich irgendeinen Kroll? Ja. Irgendwas ist hier. Ich weiß auch nicht was. Keine Ahnung. Eine Krippen werden wir auf jeden Fall nicht. Hier sind auch die Menschen, mit denen sind wir noch verfreundet. Die sind ja angeblich auch noch grün. Verbessert sich sogar. Mehr oder weniger. Abwarten. So, ich bin klar, dort anklemmen.